Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Mein Recyclinghof. Ihr seht, ich habe einen Großkunden hier stehen mit Metallschrott. Ich habe ein bisschen was schon ausgeladen. Ich habe mir den Metallschrottcontainer schon hier vorgeholt. Da habe ich schon ein bisschen was reingeschmissen. Das wird gut Geld geben und gut Däumchen. Aber es ist auch ein neues Update wieder rausgekommen und es gibt eine große DLC-Ankündigung. Und zwar gehen wir erstmal zum Update über. Dort haben wir nämlich die 1.03, neuer Presscontainer, MIDI-LM und mehr Müllobjekte. Genau, wir kriegen einmal einen neuen Presscontainer dazu. Das ist der sogenannte MIDI-LM und die hat eine platzsparende Bauform, ist ein Absetzcontainer und ist für Leichtverpackungen, Hausmüll und Biomüll geeignet. Für uns sehr interessant für Leichtverpackungen. Da werden wir den auf jeden Fall einsetzen. Dann gibt es noch 24 neue Objekte und somit insgesamt über 600 verschiedene Items in dem Spiel. Aber diese 24 kamen jetzt einmal neu dazu. Und es ist ein Container Truck Expansion DLC angekündigt worden. Und das könnt ihr euch schon auf die Wunschliste setzen, wenn ihr das möchtet. Genau. Bekommt ihr in der Übersicht hier von dem neuen Update, da könnt ihr einfach hier draufklicken. Dort ist es so, dass sozusagen auch ein LKW zur Verfügung stehen wird, mit dem man dann Abrollcontainer aufladen kann und zu einem naheliegenden Wertstoffhof bringen kann, beziehungsweise einem Recyclinghof, und diese Sachen dort eben verkaufen kann, beziehungsweise abladen kann. Und ja, wie das Ganze aber am Ende funktionieren wird, was man da alles genau machen kann, ihr seht, ihr könnt euch das gerne mal durchlesen hier. Abrollcontainer mit Absitzkipper, animierter Ladekran, animierte Müllverwertungsanlage, realistische neue Sounds, Fahrphysik und so weiter. Das wird uns alles erwarten in diesem Expansion DLC. Ich bin auch mit dem Entwickler in Kontakt, um euch das vielleicht schon ein bisschen vorab zu zeigen, beziehungsweise euch da auf dem Laufenden zu halten. Genau, wir haben ja immer montags unseren Recyclinghof-Folge hier. Das ist ja mittlerweile schon so ein bisschen zum Standard geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt sind. Aber ich finde es cool, wie sich das Spiel halt immer weiterentwickelt, wie jeden Montag ein kostenloses Update vom Entwickler bereitgestellt wird. Wie immer neue Sachen dazukommen und so weiter und so fort. Hält das Spiel natürlich Früchte am Ende des Tages und gibt natürlich immer wieder Anreize auch zu spielen. Ich finde, das ist auch wichtig und eine gute Sache. Und da zeigt man auch gerne was hier natürlich auf dem Kanal. So, Goodie. Ansonsten könnt ihr gerne das Däumchen da lassen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Gerne auch eure Meinung in den Kommentaren zu den Updates, die aktuell so gekommen sind. Und aber auch zu dem neuen DLC, was kommt. Habt ihr Interesse daran, werdet ihr euch das DLC holen? Ja, wollt ihr das gerne spielen? Oh, 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 oh. Ist das drüber gefallen, der Ofen? Wie konnte der drüber fallen? Aber das ist wirklich geil mit der neuen Anzeige. Das ist wirklich cool, weil den hätten wir jetzt nämlich wieder vergessen. Übrigens, ich habe mir diesen Metallschrottcontainer einmal umgeändert von dem kleinen oder von dem flachen in den großen. Haben wir den hier nach vorne geholt. Das macht natürlich bei Gewerbekunden absolut Sinn. Und ich lese natürlich auch immer fleißig eure Kommentare. Da wurde sich natürlich auch gewünscht, wie zum Beispiel, dass Kunden direkt an den richtigen Standort fahren oder zu den richtigen Container fahren hier auf dem Wertstoffhof. Was natürlich auch eine feine Sache wäre. Ich weiß nicht, inwieweit das umsetzbar ist, aber ich glaube, da müsste man das halbe Spiel wahrscheinlich vom Konzept her umwürfeln und neu gestalten. Kann ich euch in dem Sinne nicht sagen, was da jetzt alles noch geplant ist oder was da alles noch Schönes kommt. Genau. Ansonsten wünsche ich euch natürlich an der Stelle auch gleich mal einen schönen Start in die neue Woche. Auch immer wichtig. Und heute Abend ist wieder unser LS22 Crow Level Up Livestream. Heute geht's weiter mit Skadi zusammen im Team Spicy Chickens. Leute, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschalten würdet. Das Ganze ist immer live auf Twitch. Bin ja generell in der Woche mehrmals live auf Twitch. Könnt ihr gerne, wenn ihr da auch mal live dabei sein wollt, gerne ein Follow da lassen. Das Ganze ist natürlich alles kostenlos. Und den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung oder auf Twitch einfach McManus suchen. Genau. Das erstmal dazu. So, jetzt haben wir die Gewerbekunden hier gleich geschafft. Das freut mich sehr. Achso, ja, und ich kann euch noch ein bisschen was erzählen. Ich bin ja diese Woche noch komplett alleine mit den Kids zu Hause. Das heißt, für mich klingelt 5.30 Uhr der Wecker. Ich glaube, das ist aber, ja, ist jetzt nichts ungewöhnliches. Ist tatsächlich meine alte Zeit wieder. Als ich noch bei meinem alten Arbeitgeber beschäftigt war, bin ich auch immer 5.30 Uhr aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin kurz nach 6 Uhr losgefahren und habe dann gegen 7 mit der Arbeit angefangen, weil ich musste auch immer nach jeden Tag 50 Kilometer einfache Strecke fahren und ja, das war natürlich auch nicht ohne.
Und ja, deswegen für mich wieder zurück in der alten Zeit sozusagen. 5.30 Uhr ist natürlich ja, ein bisschen anstrengender wie sonst. Ich habe kein Problem mit frühem Aufstehen, alles cool. Ich stehe ja auch sonst, muss ich dazu sagen, spätestens ja, 8 Uhr auf. Eigentlich, es kommt immer darauf an, wie lange man streamt, aber dadurch, dass ich das ja jetzt hier Vollzeit mache und ja, dank euch das Ganze auch Vollzeit möglich ist, da auch nochmal ein riesen Dankeschön an der Stelle, weil ohne euch wäre das auch alles nicht möglich. Und da ist natürlich klar, wenn man jetzt bis 24 Uhr streamt oder bis 1 Uhr streamt oder sonstiges, dann nach dem Stream muss man immer mal noch ein bisschen runterkommen, braucht immer auch nochmal ein Stückchen, bis man einschläft. Und ja, da muss man sich nicht ganz so sehr geißeln, dass man dann unbedingt 7 Uhr aufstehen muss. Aber ich sag mal, spätestens um 8 stehe ich dann doch auf und mache hier mein Daily Stuff, mache die Aufnahmen für euch und ja, lade die Videos hoch, mache alles fertig, plane die nächsten Tage und so weiter und so fort. Man hat ja auch mal das ein oder andere Meeting, den ein oder anderen Call. Jetzt ist eine neue T-Shirt-Kollektion oder Klamotten-Kollektion allgemein, nicht nur T-Shirts, ist jetzt auch rausgekommen. Die wird heute auf 3D Supply veröffentlicht. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Genau, da kommt eine komplett neue Kollektion für 24. Ein bisschen mal was ganz anderes. Nicht so auf die Projekte maßgeschneidert, so wie es bis jetzt war, das Merch, sondern eben ein bisschen mehr so landwirtschaftliche Sachen und so weiter und so fort. Fand ich ganz cool. Haben wir ein paar schöne Sachen designt für euch. Sind ab heute, ich denke heute späten Nachmittag im Shop verfügbar. Und wir haben tatsächlich, also guckt euch das mal an, das ist ja der absolute Wahnsinn, den Container vollgeknallt. So, ich aktiviere mal hier diese Übersicht. Wir haben keinen Schrott mehr rumliegen. Das heißt, der Gute hier muss natürlich auch nichts bezahlen. Hat sich noch einen Kühlschrank gekauft. Und wir haben, ich weiß nicht wie viel, es müssen um die 100 Punkte. Um die 100 Punkte sein bekommen. Um die 100 Däumchen und über 3000 Euro. So, jetzt ist natürlich die Sache, was machen wir jetzt mit dem Container? Ich würde sagen, wir leeren den einmal aus. Und stellen ihn wieder an seinen Platz zurück. Großer Container Metallschrott. Einmal ausleeren. Ja. Einmal einlagern. Wunderbar. Und dann stellen wir hier wieder die Mulde flach, so wie es vorher auch gewesen ist. Ja, mit Metallschrott. Einmal, da hat man nämlich das alles schon genau. Könnten wir auch noch so eine kleine Metalltreppe mit dazu kaufen. Das passt ganz gut. Genau, und dann können wir den wieder dorthin stellen. Müsste auch wieder die Farbe haben. Genau, den hat man so ein helles Gelb. So, was hat denn der Kollege hier alles dabei? Und unser Wagen ist auch wieder frei. Was haben wir denn hier? Ein Beistelltisch. Altholz. Oh, das Altholz. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Jetzt muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Was haben wir noch? Och, ja, Metallschrott. Hat man lange nicht. Die Schale ist, glaube ich, auch neu. So. Einmal Metallschrott noch abgeliefert. Die muss nichts bezahlen. Und hat auch einen... Oh, der nächste Artikel verkauft. Sehr gut. Ein Höchgeweih. Super. Unser Shop wird wieder... Oh, oh. Oh, oh. Entschuldigung. An dieser Stelle, ich muss kurz niesen. Uiuiui. Ja, genau, unser Shop wird wieder ein bisschen leerer. Wir haben insgesamt 4 neue Stellplätze. Das heißt, wenn hier wieder ein Kollege kommt oder ein Kunde, der uns was verkauft oder wo wir was Wertvolles dabei haben, dann werden wir das auf jeden Fall wieder in unseren Shop stellen. Was ist denn eigentlich so unser Ladenhüter? Ich weiß auch noch nicht so richtig. Aber ich glaube, hier die Kommode, die steht schon länger. Die Disco-Lichter, die gehen auch besonders gut. Da hat gar keiner Lust drauf. So, oh, ich muss schon wieder niesen. Entschuldigung. Halleluja. So, was haben wir hier? Eine Kommode? Oh, warte mal. Die können wir vielleicht verkaufen. Die könnte ein paar Euro wert sein. Ja. Stellen wir hier neben die andere. Da haben wir ein bisschen Auswahl da drin in den Einkaufswagen. Ja, gut. Einkaufswagen, der wird wahrscheinlich nichts wert sein. So, da haben wir erstmal die 2 Metallschrottsachen hier runter. Ein Flachbildfernseher. Oh mein Gott. Wenn der noch geht, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Sehr gut. Der ist noch ganz. Und der ist sogar 150 Euro wert. Sehr gut. Da können wir gutes Geld mitmachen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Baumabschnitte. Die gehen natürlich in unseren... Naja, was heißt Baumabschnitte? Also Grünschnitt ist das wahrscheinlich nicht mehr. Oh, eine alte Couch. Endlich was für die Presse. Sperrmüll. Rein da. Und nochmal Baumabschnitt was, glaube ich. Ach nee, so ein Reservewertstoffsack. Genau, da wollten wir jetzt einmal den neuen Container auch kaufen. Das werden wir machen. Schmeißen wir den Wertstoffsack einmal hier rein. Und machen den Baumabschnitt noch weg. Genau, beziehungsweise den Grünschnitt. So. Und Rambazamba, los geht das.
Sehr gut. So, mein Kleiner, ich will ja nichts sagen, aber ich muss gerade mal überlegen, ob du was bezahlen musst. Nee, eigentlich nicht. Und wir haben wieder natürlich ein Disco-Licht. Wir haben es gerade noch davon gehabt. Und jetzt haben wir ein Disco-Licht verkauft. Sehr gut. Perfekt. Gut. Rein da, neuen Container kaufen. Und zwar wollen wir kaufen den neuen Presscontainer MIDI LM. So, den fügen wir hier einmal dazu. Muss ich mal ganz kurz gucken, was hier hinten... Genau, in Gelb hatten wir den. Ah, das wird uns jetzt ein bisschen Geld kosten wieder, weil den müssen wir ja neu ausstatten. Und zwar Leichtverpackung lagern wir einmal ein oder wir verkaufen den am besten gleich. Ich würde sagen, wir verkaufen den am besten gleich, kriegen wir ein bisschen Geld zurück. Multiflachcontainer MIDI LM ist der neue. Und den nehmen wir für Sperrmüll-Haushaltsgeräte. Haushaltsgeräte? Wir können Haushaltsgeräte pressen? Bauschutt? Okay, Grünabfall, Biomüll, Altglas, Bauschutt. Okay. Leichtverpackungen. Kaufen wir einmal... Ach, jetzt habe ich die falsche Treppe gekauft. Entschuldigt bitte. Einmal die Wunschfarbe wollen wir noch ändern. Wir wollten... ein schönes... Gelb. So. Und einmal ein großes Hinweisschild. Perfekt. Gut, und dann steht der Gute hier hinten. Aber ich bin jetzt sehr überrascht, für was wir den alles benutzen können. Für was wir den alles benutzen können. Da bin ich ja jetzt sehr überrascht. Dann würde ich ja fast sagen, dass wir vielleicht den Bauschuttcontainer noch austauschen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Presscontainer für Bauschutt... Ist das ein Fehler vielleicht? Warte mal, hier steht aber auch Abfall an wie Hausmüll, Leichtverpackung, Biomüll. Ich kaufe jetzt noch einen. Wisst ihr das? Ich kaufe jetzt noch einen. Und jetzt mache ich den Sondermüllannahme. Jetzt mache ich für Bauschutt den Container einmal einlagern. Nehmen wir den, auch den Presscontainer MIDI LM und nehmen den für Bauschutt. Da bin ich gespannt, ob das jetzt funktioniert. Auch Altpapier. Nee, Altpapier ist klar. Metallschrott, Hausmüll. Altholz, Sperrmüll ist auch, haben wir alles, Presscontainer, Bauschutt, das würde ich gerne nehmen. Also in meinen Augen macht das jetzt nicht so viel Sinn, aber okay, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher der Bauschuttcontainer, was der für eine Farbe hatte. Ich glaube, der war so dunkel, oder? Bauschutt, komm, die machen wir so, in so einem dunklen Rot, ist ja auch egal jetzt. Gut, was hast du dabei? Metallschrott. Kein Problem. Da war's. So, einmal da rein. Und was haben wir hier noch? Eine Mikrowelle. Wenn die funktioniert, könnte man die auch verkaufen. Leider nicht. Mikrowelle sollte ein Haushaltsgerät sein, in meinen Augen. Yes, passt. Vor allen Dingen haben wir wieder richtig Geld ausgegeben. Ey, leco mio, muchacho. Oh, ein Müllsack. Für unseren Presscontainer. Oh, ich liebe diese Presscontainer. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn es nach mir ginge, würde ich alles mit Presscontainern aufstellen. Der muss geschreddert werden auf jeden Fall, der Aktenordner. Und ein Ziegelsteiner. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den hier reinwerfen können. Okay. Gut. Sie müssen was bezahlen. Tut mir sehr leid. Und ab geht die wilde Fahrt. Ich überlege gerade wirklich, ob ich für Metallschrott einen Presscontainer kaufe. Aber das ergibt ja... Oder für Haushaltsgeräte. Aber ich kann ja nicht alles hier Presscontainer... Oder Altglas. Einen Presscontainer für Altglas. So ein kleiner für Altglas habe ich noch nie gesehen, Leute. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was haben wir denn überhaupt... Warte mal, wo sehe ich denn, was ich noch für Container habe? Guck mal, hier haben wir einen Altglascontainer. Den stellen wir jetzt einmal auf. Und verkaufen den. Dann haben wir eine Multe Mittel. Können wir auch verkaufen. Braucht kein Mensch. Haben wir zwei Stück. Container verkaufen. 960. Dann haben wir noch eine Multe Mittel. Die ist inaktiv. Die würde ich jetzt auch mal verkaufen. Dass wir mal auch unsere alten Container, die wir hier im, achso, die wir hier im Lager stehen haben, mal loswerden. Dann haben wir einen Container groß, eine Mulde, flachen Walzen für dich. Der würde ich tatsächlich mal behalten. Oha, was hast du denn Schönes dabei? Erstmal ein bisschen Grün. Naja, Grünschnitt.
Nennen wir es mal nicht Grünschnitt. Nennen wir es mal restlichen Baum. So, den können wir leider nicht annehmen. Hier die Druckgasflaschen. Ich bin aber sehr gespannt, wann das passieren wird. Einen Wertstoffsack, der geht in unseren neuen Container. Sehr schön. Dann ein Autoreifen. Der geht natürlich hier auf unseren Walzenschredder. Beziehungsweise unseren zwei Walzenschredder. Dann einmal Altpapier. Den Karton hier entsorgen. Dann haben wir hier so eine Krankenhausliege. Ja, Metallschrott rein damit. So. Okay, hast du noch was dabei? Nö. Der muss nichts bezahlen. Doch, Aktenvernichtung muss er bezahlen. Der Altreif ist wieder runtergefallen. Ich kann es einfach nicht glauben. Oh, wow. Oh, wow. Jetzt nimm diesen ollen Altreifen mit. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Och, Mann, oh, das ist ja blöd. Altreifen ist wieder runtergefallen. So, können wir uns das Spektakel hier auch nochmal angucken. Zap, Rambazamba. Da kommt das Zeug raus. Sehr gut. Schneller Einlass. Was haben wir hier? Kein Gewerbekunde, Gott sei Dank. Ich habe Angst vor Gewerbekunden, Leute. Ich habe so eine Angst vor Gewerbekunden. Ah, guck mal hier. Können wir hier reintun, die Flaschen. Und dann schaffen wir die hinten in unseren Flaschencontainer. Oh, da würde ich, aber ich sage euch ehrlich, ich bin kurz davor, für Glasflaschen einen Presscontainer zu kaufen. Das fühle ich ja richtig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir beim nächsten Mal für die Glasflaschen einen Presscontainer kaufen sollen. Das würde mich ja mal, das würde mich wirklich mal interessieren. Weil wenn das auch funktioniert und alles, also das wäre ja eine super feine Sache. So. Wo ist die jetzt hin? Da. Rein da und rein da und zack und zack und zack. Ihr könnt mir auch, was ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben könnt, Leute, ist, wenn ihr neue Simulatoren habt, die ihr gerne auf meinem Kanal mal sehen wollen würdet, dann könnt ihr mir das auch sehr gerne schreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Einfach mal das Spiel unten in die Kommentare reinposten, was ihr euch wünschen würdet, was ich für euch mal testen soll oder mal anschauen soll. Und ja. Oh, wir haben den Stuhl verkauft. Sehr gut. Altglas haben wir auch alles richtig entsorgt. Komm, Leute, wisst ihr was? Ich hab Bock noch auf einen Gewerbekunde. Ich spiel mal weiter, bis der nächste Gewerbekunde kommt. Dann steigt mal wieder ein hier. Da rollt der nächste Gewerbekunde an. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Leute, ich habe keine Ahnung, was er geladen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh. Oh. Leichtdings. Oha, krass. Cool. Da haben wir erst den neuen kleinen Presscontainer gekauft. Wie viel hat er denn drin? Ist doch einiges. Pass auf, da machen wir mal Folgendes. Wir holen uns mal den Container hier vor. Presscontainer Midi Leichtverpackungen. Einmal ausleeren, einmal einlagern. Und dann, okay, stellen uns den hier von einmal hin. Dann können wir das direkt alles reinschmeißen. Und dann können wir die Presse mal richtig fordern hier. So, jetzt müsste es eigentlich geklappt haben. Hat auch super geklappt. Wunderbärchen. So, dann schmeißen wir das erstmal alles hier rein. Jetzt können wir ausleeren. Ausleeren und pressen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Container hier so kann. Weil wir haben ja auch eine Anzeige, wie viel Prozent quasi immer voll sind. Da standen jetzt 3%. Könnte sein, dass ein Sack tatsächlich 1% ist, dass ungefähr 100 Säcke in so einen Presscontainer hier reingehen. Bin ich mir aber nicht sicher, werden wir jetzt die Erfahrung erst sammeln. So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Moment. Jawohl. Mach mal erstmal voll, bevor wir die Presse anschmeißen und dann geht das los. Ich habe mir auch überlegt, ich werde mir hinten für den Biomüll, werde ich mir auch so einen Presscontainer holen, so einen kleinen. Ich finde die kleinen super praktisch. Biomüll haben wir auch nicht so viel. Und da können wir hinten sozusagen die ganzen Küchenabfälle und so weiter, können wir auch alles zusammenpressen. So. Wie viel bringt uns denn ein Wertstoffsack? 50. 10, oder? Ja, immer 10 Dolaris. Kostet natürlich den Kunde nichts, wenn er das jetzt hier bei uns entsorgt. Das darf er kostenlos, aber das sind doch einige Säcke. Das sollten ein paar hundert Dolaris wieder sein aufs Konto. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel hier reingehen, bevor wir hier das erste Mal anschalten, den Kollege. Da ist ja der LKW schon wieder leer. Oh, ich bin gespannt, wann irgendwann mal ein Sperrmüllcontainer kommt. Das wird ganz witzig, glaube ich. So ein Sperrmüll-LKW. So,
Wollen wir mal eine Runde pressen? Achso, können wir für den eigentlich auch diese Hochleistungspumpen bestellen? Jawohl, jetzt wird das Ganze einmal hintergeschoben. Dann kommt die Presse wieder zurück. Moment, ich guck mal schnell, ob wir dafür auch Hochleistungspumpen bestellen können. Nein. Doch. Natürlich. Dann kaufen wir die einmal. Dann haben wir, warte mal, MIDI. Wo haben wir den jetzt noch verbaut? MIDI. Auch hier noch eine Hochleistungspumpe. Jawohl. Und Elektrohaushalt, Metall, Altholz. Haben wir nur zwei Stück gekauft davon? Ich dachte, ich hätte drei gekauft. Den hätte ich jetzt gemacht, ne? Ja. Okay, zwei Stück. Da haben die auch gleich diese Hochleistungspumpen mit drin. Und dann laufen die auch schneller. Genau, hier. Den Rest noch mit rein. Können wir auch gleich mal schauen. Bin sehr gespannt, wie voll der ist. Wenn wir hier den kompletten LKW entladen haben. Ach ja, die Gewerbekunden. Ich sage euch, Leute. Gewerbekunden war... Das ist schon ein Update gewesen hier, ey. Halleluja. Da haben wir zu tun. Aber da machst du natürlich unglaublich viel Geld damit. Und ihr seht es ja selber. Wir haben mittlerweile 443 Däumchen. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt über 500 Däumchen gehen. Sollten doch mehr wie 50 Wertstoffsäcke gewesen sein. So. Schalten wir den nochmal an, den Kollegen. Sehr gut. So, oh, die Presse läuft bedeutend schneller, aber wirklich bedeutend schneller. Immer wieder faszinierend. Also für mich persönlich ist das zumindest immer wieder faszinierend, wenn so ein Presscontainer seine Arbeit anfängt. Finde ich klasse. So, jetzt ist er nochmal ein Stück zurückgegangen und hat quasi nochmal Anlauf genommen, hat noch ein paar Sachen reingepresst und jetzt geht es wieder ganz zurück. Und jetzt können wir den Rest noch reinschmeißen, dann können wir die Presse nochmal anschmeißen. So. Okay. Sehr gut. Eigentlich wäre das auch das Richtige für Pappe, sage ich euch, wie es ist. Aber gut, Pappe haben wir ja den großen Presscontainer. Oh, schmeißen wir nochmal an. Ja, man merkt, der fühlt sich doch dann langsam. Sehr cool. So, ausgeleert haben wir alles. Den können wir schon mal wegschicken. Haben noch einen Artikel verkauft. Ah, naja, knapp 500. Knapp 500. So, und dann gucken wir mal, wie voll dieser Presscontainer jetzt ist. Das würde mich mal interessieren. 19%? Oha, das ist ja krass. Dann geht ja doch viel mehr rein, wie gedacht. Das ist ja wirklich cool. Feine Sache. So, dann wird das hier schön zusammengeschoben. Aber man sieht auch, das zerknüllert so richtig und wird auch klein. Sehr, sehr cool. Gut, ihr Leute, in diesem Sinne würde ich mich aber auch erstmal verabschieden. Vielen Dank. Kommt da ein neuer Gewerbekunde? Oh, nee. Oh, nee. Wir gucken mal, was er drin hat. Ist das Spemmel? Das ist alles. Oh. Fernsehgerät? Ach nee, das ist alles Elektroschrott. Das sind alles Elektrogeräte. Ach du heiliger Kack. Ein kompletter Dings voll mit Elektrogeräten. Ja moin. Da können wir richtig Geld verdienen hier, glaube ich. Wir gucken erstmal, was das Keyboard wert ist. 80. 80 ist nicht schlecht. Dann können wir mal gucken. Ich glaube, hier diese alten Fernseher sind nicht mehr so viel wert. Auch kaputt, davon mal abgesehen. Was haben wir hier? Noch ein Keyboard. Hier haben wir einen Flachbildfernseher. Mal gucken, der könnte noch ein paar Euro bringen. Aber ist kaputt. Warte mal, hier ist noch ein größerer, noch ein besserer Flachbildfernseher. Komm, gucken wir mal, was der wert ist. Nichts, gut. Lampe, eine Lampe, die könnte vielleicht auch ein paar Euro bringen. Wollte ich nicht gerade Tschüss sagen? 25, nee, das wird nicht. Da tun wir uns hier nicht erst den Laden voll rumpeln. Oha, eine Jukebox. Geil, bitte lass sie ganz sein. Yes, die gibt Kohle auf jeden Fall. 150. Aber Schrottwert hat ja auch 100 gehabt. Also hätte sich auch gelohnt zu verschrotten. Fernseher, der sieht schon ziemlich kaputt aus. Hier haben wir nur so alte Röhrenfernseher drin. Warte mal, hier haben wir noch ein Keyboard drin. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Flachbild. Entschuldigung, ich muss ja mal ausrollen. Erstmal einen Shop voll machen. So, was bringt der?
60. Oh, 10 Schrott wert 60 im Verkauf. Das ist natürlich eine gute Spanne. Warte mal, hier haben wir auch noch so ein großes Flachbild. Können wir auch noch verkaufen. 150. Alter. Richtig gut. Haben wir da noch einen? Geh mal weg hier. Ich muss hier mal aussortieren, Leute. Hier ist noch ein kleiner. Hier ist auch noch ein kleiner. Mal alles raus. Hat er noch so einen großen dabei, der Kollege? Hier, nee, den großen haben wir nicht dabei. Keyboard haben wir noch dabei. Na, warte mal. Dann nehmen wir erstmal den noch. Oh, der ist kaputt. Dann den. Ich würde ja wundern, wenn da noch einer ganz ist, nachdem wir die vom LKW geschmissen haben. Aber es scheint gut zu funktionieren. Wir haben nur 10 Schrott wert und aber 50 im Verkauf. Das ist eine sehr gute Marge, Leute. Mehrmals mal zum Elektronikhändler. Komm, dann machen wir hier noch so ein Keyboard. Jawohl, das ist auch ganz. So, einen Platz haben wir nämlich noch. Zack. So, Laden wieder voll mit Elektronikgeräten. Gut, ich räume den mal leer, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ciao, ciao.